Zwerge und magische Edelsteine sind wie Fliegen und Schweinedärme. Die ganze Zeit. Ich will's gar nicht so genau wissen. Hallo und herzlich willkommen, ich bin der Lautschmann und ich begrüße euch wieder bei God of War. Wollen wir nur sein Grab plündern und verschwinden? Ja. Wir plündern nur sein Grab und verschwinden. Hätten wir sonst noch was tun sollen? Ich begrüße euch wieder bei God of War. Das haben wir aber jetzt alles abgeschlossen. Oder? Wir müssen die kleine Torstatue auf der Insel abseits. Ha, das ist das. Okay, komm. Hey, kennst du vielleicht ein paar schöne Geschichten? Was für Geschichten? Dann reisen wir sie ab. Mutter wusste immer eine Geschichte. Hat dir als Kind niemand welche erzählt? Schluss jetzt. Ich erzähle sie später fertig. Klar. Können wir hier irgendwas machen? Wie können wir sie auf jeden Fall niederreißen? Das wäre... Mama, vielleicht schon mal. Was hat gesessen? Ich wollte es alleine hinkriegen. Ah. Nein. So. Okay, gucken wir mal weiter. Eigentlich ganz einfach, ne? Eigentlich gar nicht mal so. So, gucken wir mal da vorne, wo wir drauf schießen können noch. Ah, da. Ja, hoffen wir mal, ne? So, wo können wir noch draufhauen? Ah, da oben. Oh, das war nix. Hä? Warte mal. Ich glaube, wir müssen weiter hoch. Schon bringt das nichts. So, jetzt aber. So leicht fallen Götter nicht, Junge. Ich weiß, das war nur ein Witz. Noch macht man Witze über sie. Tut mir leid. Komm mal irgendwo hoch jetzt. Ist da jetzt was möglich? Ich glaube nicht, ne? Was war denn? Komm, wo kriegen wir die? Nein. Komm, das... Ah. Mama. Ah, lassen wir das so gern, wie ich es machen würde. Weil das ihre Natur ist. Aber mit so viel Macht sollte man doch meinen, dass wenigstens ein paar versuchen, das Leben besser zu machen. Und trotzdem verbreiten die Götter nur Elend. Das ist das Leben, Junge. So. Mal gucken, ob wir ihn hier finden. Den Freund. So. Hier riecht es nach Gefahr. Aber hier waren wir doch schon. Naja, egal. So, wir folgen mal weiter. Dem Kompass. So.
Kämmen. Ich brauche den Alchemisten für etwas, das ich euch zusammen. Ja, ja, ja. 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 So, mal gucken. Nehmen wir jetzt am besten jetzt. Und fällt dir irgendeine Geschichte ein? Ich kannte mal einen Mann vor langer Zeit. Seine Geschichten waren kurz und zweckdienlich. Klingt nach Spaß. Weißt du noch eine? Da gab es eine über einen Hasen und eine Schildkröte. Wie beim Haus der Hexe? Eher nicht. Und wie geht die? Die beiden veranstalteten ein Wettrennen. Schluss jetzt. Ich erzähle sie später fertig. Klar. Steinfall. Achso, jetzt müssen wir erstmal wieder zu dem zurück. Verstehe. Ihr da! Habt ihr die Statue zerstört? Ja. Die Statue steht nicht mehr, Geist. Dann bin ich nicht mehr an diese Welt gebunden und kann den wahren Gott des Donners suchen. Er wird Rache erfahren. Ich danke euch vielmals. Und weg ist er. Tapferer Kerl, Tor ganz alleine zu suchen. Geil. Er ist ein Narr. Ja. Was hat er hinterlassen? Ein Opfer für einen der Götter. Brauchen wir das? Nein, aber die Zwerge vielleicht. Ah, neuer Herstellungsauftrag, okay. Gerechtigkeit und Krieg. Tyrs Rüstung anfertigen. Okay. Okay, warte mal, jetzt machen wir aber erstmal noch das hier. Wo ist der Blocksfreund? Genau. Das wollen wir machen. Jetzt müssen wir erstmal wieder zurück, ne? Ja. So. Okay. Erstmal wieder in das Boot steigen. Wieder zurück paddeln. Mal gucken, wo wir da hinkommen. Und was wurde aus dem Hasen und der Schildkröte? Der Hase ist sich seines Sieges zu sicher und dumm. Die Schildkröte standhaft und diszipliniert. Die Schildkröte siegt. Du hast noch nicht oft Geschichten erzählt, oder? Tja, und wieder mal schweigen. So, hier können wir anlegen. Sollen wir an dieser Stelle anlegen? So. Sehr schön. So, okay. Da können wir hoch. Mal gucken, er ist nicht weit von uns entfernt jetzt. Er müsste definitiv jetzt komm. Da vorne sein. Oh, geil. Wieder eine Tafel. Junge, hierher. Hm, interessant. Sollte ich mir aufschreiben. Okay, schauen wir mal, was er sich aufgeschrieben hat. Dieser Weg führt zu den Minen von Völundr. Diese große Unternehmung ermöglichte Antwari, der Alchemist, Sohn des Ivaldi, durch dessen Genialität Fels und Stein vom Hindernis zum mächtigen Arbeitsgerät gewandelt wurden, ja genau. Die größte Angst eines Zwergenminenarbeiters war es immer, die Vergessenen zu erzürnen. Aber dank Antwari sind sie jetzt bloß Werkzeuge für unser redliches Unterfangen. Ein neues Zeitalter der Zwerge zieht herauf, nicht mehr nur Minenarbeiter, sondern Herren des Eisens, deren größtes Werk die Zukunft selbst ist. Okay. Okay. So,
Jetzt bin ich mal gespannt. Und der Durchkrabbeln müsste ja jetzt irgendwo dieser Alchemist sein. Ah ja, ich höre schon was. Hä? Hey Brock, wir haben etwas gefunden. Habt ihr das? Na, da bin ich jetzt ganz Ohr. Okay. So, sollen wir erstmal mit ihm quatschen? Ihr wäre entzückt, dass aus diesen Opfergaben Rüstungsteile gemacht werden. Kanntest du ihn? Wie war er so? Wen interessiert das, Junge? Tier ist tot. Lass die Vergangenheit ruhen. Der Zwerg hat recht. Ausnahmsweise. Okay. Habt ihr den Alchemisten aufgespürt, den ihr finden solltet? Moment. Wir sind noch dran. Also, Brock meinte, sein Freund ist auch ein Zwerg. Mit einem grünen Ring. Sieh nach, wenn du willst. Ich werde Ressourcen für unsere Reise suchen. Willst du ihm nicht helfen? Nein. Warum nicht? Weil ich keine Botengänge für Zwerge mache. Oh. Oh. Ja, oh. Ein Seelenfresser. Tötet er uns, war's das. Kein Valhall, kein Hehl, kein Jenseits, niemals. Er greift nicht an. Oh, meine Mutter klang wie gefährlicher. Dann sei auf alles gefasst. Komm. Mama, wir gehen erstmal hier. So. Ist auch wieder was. Mhm. Sehr schön. So. Okay, dann gehen wir mal hier runter. Graude! Ein Seelenfresser hat ihn erwischt. Einer der Männer des Komm schon. Okay. Aber hier können wir, glaube ich, hoch. Oder auch nicht. Okay, dann gehen wir mal hier lang. So. Wo ist denn dieser Alchemist? Macht dich bereit, Junge! So. Yes. Yes, baby, yes, yes, ja. Nicht er. Hey, ich dachte, das wäre dir egal. Ich habe keinen Ring bemerkt, als ich ihn durchsucht habe. Oh. Oh, cool. Oh. Alter. Ah, das sind wenigstens nicht die, die explodieren. Was schon mal gut ist. So. Hier, Junge. Was hier, Junge? Hey, noch eine Schatzkarte. Das ist sehr schön.
Kommt mir jetzt lauter Schatzkarten oder was? Müssen wir uns mal angewöhnen, dass wir mehr die Siegel. Oh, was ist denn hier los? Krass. Ah, scheiße. Runenmagie brauchen wir auf jeden Fall noch. So. Okay. So. Zack. Yeah, baby. Moment, nur mal hoch. Ich will hier was fahren, ich will hier was drehen, nein. Okay, dann nicht. Da ist der Ring, an der abgetrennten Hand. An dem Seelenfresser. Tja, jetzt wissen wir, was an Vari zugestoßen ist. Oha. Wir können es Brock sagen. Wir müssen nicht kämpfen. Oder? Doch, wir kämpfen gegen ihn. Natürlich. Aber warum? Weil du Angst vor ihm hast. Genau. So. So, geil. So, wo kommen wir da, wo kommen wir denn, wo ist denn der, hallo? Okay. Wo kommen wir jetzt zu dem Kollegen? Oh. So. So. Das ist der letzte. So, okay. Und mal hoch. Was haben wir hier? Okay. So. Da kommen wir aber nicht weiter. Wir haben die Runen noch nicht. Das ist halt ein Abfuck jetzt gerade. Mama. Oh yeah. Geil. Wir kämpfen, vernichten ihn, bleiben immer konzentriert. Genau. Ja. Attacke! Sei ganz still. Keine schnellen Bewegungen. Oh fuck. Oh oh. Ich bin bereit.
Oh fuck. Oh fuck. Oh scheiße, jetzt brennen wir auch noch. Oh nein. Okay. Haben wir ihn erwischt? Yes. Oh mein Gott. Oh, yes. Das Alchemistenring. Episch. Grüner Ring, der Brocks Freund Antwari gehört. Brock wird sicher einen Blick darauf werfen wollen. Ja. Yep. Sicherlich. Oh yeah. Feuersiegel des Schutzes. Selten Zauber erhöht. Resistenz gegen Brandschaden um 20%. Alright. Der Alchemist, aber wo ist der Rest von ihm? Höchstwahrscheinlich Asche. Der Seelenfresser hat ihn nicht. Wir sollten das hier zu Brock. Wulferklaus! Mhm. Oh Mann. So. Gucken wir mal, was hier noch drin ist. Oh yeah, für die Axt. Zorn des Eistrolls. Ein schneller, kreisförmiger Schockwellenangriff der Gegner verlangsamt und zurückschleudert. Nicht schlecht. Gucken wir mal. Ja, können wir auf jeden Fall mal ausrüsten. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt. So, dann müssen wir jetzt zurück zu Brock. So, wirf mir die Kette runter. Atreus, sei ein lieber Junge. Sehr schön. So. Ach, guck mal da. Lies es. Ja. Diese Runen wurden hastig geschrieben. Da steht Igimsteini. Igimsteini. Wenn dies eine Nachricht von Antwari ist, was bedeutet sie? Es geht um den Ring, den wir an seiner Seite gefunden haben. An seiner Hand gefunden haben. Fragen wir Brock. Genau, fragen Keine wir Ahnung, Brock. Was das heißt. Wir werden den Blauen fragen. Dann bist du jetzt interessiert? Wir haben seinen Alchemisten gefunden. Uns steht eine Belohnung. Oh oh. Noch mehr Draugr? Er ist so schnell! Cluster! Cluster! Oh oh. Oh oh. Also, okay. So, haben wir Kiste. So. Schade, dass er sich nicht selbst erholt. Wäre ganz cool jetzt. Eigentlich. So, wir müssen mal lang. Hier. So. Wir leben immer noch. Juhu. So. Oh yeah. Gott sei Dank. Ah ja, eine Kiste wieder. So. So. Wo ist denn der liebe Brock? Was haben wir denn hier überhaupt?
Aha. Atreus, folge mir. Bin gleich da. So. So, jetzt müssen wir eigentlich hinkommen. Da, wo wir hinwollen. So. Ah, da ist Brock. Was habt ihr gefunden? Komm her. So. Deinen Alchemisten. Tut mir leid, Brock. Die Hand war alles, was wir gefunden haben. Mit dem Ring. Da drin war ein Seelenfresser und er muss den Rest von ihm verbrannt haben. Ihr wollt sicher immer noch einen Lohn für eure Mühen, hm? Natürlich. Natürlich, sagt er. Mjörnifroxi? Aha. So, guck mal. Naja, der ist jetzt eigentlich nicht so berauschend. Also, ich würde mal rauslassen. Sehen wir diesen Ring einmal näher an. Vielleicht hat Antwari ihn mit Magie erfüllt, bevor er abgekratzt ist. Ja, wer nicht schlecht. Zwerge können das? Klar, Zwerge und magische Edelsteine sind wie Fliegen und Schweinedärme. Die ganz zahlen. Ich will's gar nicht so genau wissen. Hereinspaziert. So. Das war's mit Ruhe. So, Armrüstung. Können wir da jetzt was Tolles herstellen? Oh ja, die ist schön. Geht zwar ein bisschen auf die Stärke, aber ansonsten... Ja, die geht eigentlich gut auf die Stärke. Aber naja, aber gut, wir haben trotzdem, wir haben ja nicht genug Ressourcen, von daher hat es mal wieder erledigt. Und ansonsten... Obwohl, das könnten wir echt machen. Ja. Das hält den Ärger, Herr. Genau, ausrüsten. So, dann gucken wir mal. Armrüstung. Haben wir denn nicht genug Ressourcen? Axtknauf. Ja, das wäre auf jeden Fall geil. Griff des Tangnyesr. Haben wir aber nicht genug Ressourcen. Schade. So, dann gucken wir mal da. Ne, brauchen wir nicht. Ja, kenne ich mich nicht so aus mit den Zaubern, ne? Na. Also, das dürfte dann fürs Erste reichen. So. Aber wir sind doch eigentlich gar nicht mehr so schlecht ausgestattet. Was brauchst du, Kleiner? Auch nicht. Naja. Immer wieder gern. So, dann gucken wir mal. Aber wir können bestimmt fähigkeitstechnisch können wir richtig gut abgehen. Ja. Das machen wir auch. So. Oh yeah. So, haben wir noch ein paar Punkte, aber ich glaube, jetzt ist nicht mehr wirklich viel zu machen, zu reißen. Naja, gut, doch. So. Jetzt raus hier! Warte mal, es war noch irgendwas. Irgendwas war noch. Nein, doch nicht. Hey, es wird schließlich niemand gezwungen. So. Dann hauen wir hier mal wieder ab. Wir haben noch genug Quests vor uns, ja. Ich hoffe, euch hat diese Episode sehr gefallen. Wenn es so ist, dann könnt ihr gerne mal ein Like da lassen, könnt auch was in die Kommentare schreiben. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Bye, bye.